Warum seid ihr denn schon wieder hier? Hallo. Ah, deswegen, ihr wollt wissen, wie ich meinen Bowdenzug am Motor befestigt habe? Okay, ich zeig's euch. Vorab einmal, ich habe selbst absolut gar keine Ahnung davon und ich weiß auch bis heute nicht, wie man es wirklich macht, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich es gemacht habe. Es ist zwar sehr improvisiert und wahrscheinlich auch nicht so ganz ideal, sage ich mal, und die sich damit auskennen, würden jetzt wahrscheinlich über mich lachen, aber falls ihr es wisst, wie es besser geht, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich auch echt drüber freuen, weil ich würde ja selbst eine bessere Lösung finden. Ich zeige euch erstmal, wie ich das gemacht habe. Als erstes habe ich hier diese Schraube genommen und die quasi locker geschraubt. Die war halt davor mit so einer Feder befestigt, damit die nicht sich quasi automatisch lockert durch die Vibration vom Motor. Da ich keine Federn hatte, habe ich jetzt einfach diese Feder genommen, um quasi einen Mechanismus zu haben, damit das quasi automatisch immer wieder in die Leerlauf- bzw. niedrige Drehzahlposition gedrückt wird. Und das ist auch so die Sache, wo ich am wenigsten weiß, wie man es richtig macht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel hier zwischen noch eine Feder spannt oder auch an anderen Stellen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so, dass dieser Arm hier, wenn man Gas gibt, soweit ich es verstanden habe, sollte der sich irgendwie bewegen. Aber auch so eine Sache, diese ganze Sache, habe ich gar keine Ahnung davon, wie das funktioniert, dass der sich bewegt und dann das dadurch zurückgeht und man gar nicht diesen Mechanismus mit der Feder bräuchte. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr wisst, wie man es macht, schreibt es in die Kommentare. Ich würde es auch selber echt gern wissen. Naja, und dann muss ich halt noch irgendwie Mechanismus hier anbringen, damit ich quasi mit meinem Kabelzug dann das Ganze bewegen kann. Und da bieten sich halt quasi zwei Stellen erstmal an, oder sogar drei theoretisch. Und zwar halt müssen es ja Stellen sein, wo es zusammengeht. Also wir sehen einmal hier die Stelle, da geht es dann beim Gas geben. Hier hinten sieht man, das geht auch näher, wenn man zusammengeht. Und die andere Stelle wäre quasi zwischen diesen beiden hier. Ich weiß nicht, wie es offiziell gedacht ist, ob man es jetzt da macht oder da macht, ich kann es euch nicht sagen. Ist auch ein bisschen schade, ich glaube, dieser Motor ist nicht so ganz dafür ausgelegt, dass man das so mit so einem Bowdenzug macht. Naja, auf jeden Fall habe ich so gemacht, dass ich jetzt quasi hier einmal das befestigt habe mit so einer kleinen, keine Ahnung, Kabelsicherung. Ich weiß nicht, die hatte ich noch da rumliegen, vom Fahrrad, glaube ich, war die. Und dann habe ich hier so eine Kronenmutter, oder ich weiß nicht genau, wie man sowas nennt, auf jeden Fall so eine Mutter mit so komischen Kronen, die ich gefunden hatte. Ihr könnt natürlich auch eine normale Mutter nehmen und irgendwie so einen Schlitz reinschleifen oder sägen, müsst ihr mal gucken. Und die habe ich dann einfach mit einer Schraube hier dran befestigt. Das ist einfach halt, damit quasi diese Ummantelung vom Bowdenzug da weiter, also nicht weitergehen kann und halt gestoppt wird. Ich glaube auch, dass man das sogar häufig am Metall einfach festmacht, dass man das sozusagen einklemmt. Ich weiß es nicht, wie man es macht, aber so habe ich es auf jeden Fall gemacht. Und dann kann man da dran ziehen, ganz normal. Und es funktioniert so halbwegs. Aber wie gesagt, auch nur so halbwegs, also so ganz ideal ist es nicht. Also es hat zwar funktioniert bei mir. Ich würde es eigentlich gern anders lösen, aber ich weiß momentan einfach echt nicht, wie ich es machen soll. Naja, genau, das war es eigentlich auch schon dazu. Demnächst kommt vielleicht noch ein Alu-Schmelz-Video. Und noch ganz viele andere coole Sachen, auf die ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Deswegen kann ich nur sagen, falls ihr noch nicht getan habt, abonniert, guckt unsere Videos und irgendwann könnt ihr hier auf Patreon oder so spenden oder was anderes tun. Nice.